Umfragen aus den vergangenen Wochen und Monaten belegen einen Vorsprung von Joe Biden als demokratischer Präsidentschaftsbewerber. Je nach Umfrage, je nach Frage, die gestellt wird, liegt er manchmal 8% vorne, manchmal 10%. Dennoch ist eine gewisse Skepsis angesagt, weil es geht nicht um die nationalen Umfragen, sondern es geht um den Vorsprung des Präsidentschaftskandidaten in den sogenannten Swing States, also in denjenigen 6 bis 10 Bundesstaaten, wo wirklich die Mehrheit fragwürdig ist, die am 3. November erreicht werden kann. Einige von denen sind gut bekannt. Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Florida gehören dazu. Ob er in diesen eine Mehrheit erreichen wird, ist fraglich, weil die Umfragewerte zugunsten des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sich erheblich verbessert haben. Gleichzeitig ist eine gewisse Skepsis angesagt. Es gibt eine lange Tradition, dass die amerikanische Wähler Meinungsforschungsinstitute vielleicht nicht belügen, aber doch nicht die Wahrheit sagen. Und das ist umso eklatanter bei einem umstrittenen Kandidaten wie Donald Trump. Also anders formuliert, viele Wählerinnen und Wähler, die vorhaben, Donald Trump zu wählen, artikulieren das nicht deutlich genug oder geben gar keine Auskunft gegenüber den Meinungsforschungsinstituten, weil es als inopportun oder gar als peinlich gilt, den amerikanischen Präsidenten noch einmal zu wählen. Diese Zahl ist dafür verantwortlich, dass es doch eine große Fehlerquote gibt. Die Nominierung von Amy Barrett als oberste Richterin hat in mehrerer Hinsicht Auswirkungen auf den Wahlkampf. In erster Hinsicht, weil ihre Vorstellungen in Washington gegenüber der politischen Öffentlichkeit eine Art Superspreader-Event für Corona geworden ist. Es ist mittlerweile bekannt, dass bei diesem Anlass erhebliche Zahlen von Ansteckungen erfolgt sind. Ob der amerikanische Präsident sich selber angesteckt hat, dabei wissen wir nicht. Aber mehrere Senatoren, mehrere Mitarbeiter des amerikanischen Präsidenten. In dem Sinne beeinflusst ihre Vorstellung schon den amerikanischen Wahlkampf im technisch-organisatorischen Sinne. In zweiter Hinsicht ist hinzuzufügen, ihre Nominierung treibt die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft oder des politischen Systems immer weiter, weil ihre Nominierung als Teil eines Kulturkampfes gilt. Es ist kein Zufall, dass ihre Nominierung eben gelesen wird als Sieg oder bevorstehender Sieg der konservativen Kräfte im politischen System der USA über die liberalen Kräfte. Und die bevorstehende Nominierung die Nominierungsanhörung, die jetzt im Oktober beginnen sollen, werden eben Züge eines Kulturkampfes tragen. Und die dritte Facette, die weist über den Wahlkampf hinaus. Wir wissen nicht genau, wie sie sich entscheiden wird in vielen Verfahren. Aber es gibt doch zumindest Anlass für die Vermutung, dass der Supreme Court konservativer werden wird. Technisch oder rechtlich ist die Frage eigentlich gar keine Frage, weil die Vorgaben der Verfassung und der Gesetze sind recht klar. Am 3. November wird gewählt. Die Wahlmänner, die den Präsidenten im engsten Sinne wählen, treten im Dezember zusammen. Und am 20. Januar wird der neue Präsident oder der alte in seine zweite Amtszeit eingeführt. Es ist aber insofern nicht klar, weil der amerikanische Präsident Donald Trump in den letzten Monaten eine Politik eingeschlagen hat, den Wahlvorgang systematisch zu delegitimieren und seine Korrektheit zu hinterfragen. Und das ist insofern leicht, weil wir Wahlen unter Corona-Bedingungen haben und die sind völlig unerwartet und unvorhersehbar. Die Zahl der Wahllokale wird deutlich geringer sein, die Zahl der Briefwähler wird erheblich höher liegen, die Wählerregistrierung, der ist in den vergangenen Monaten deutlich schwieriger gewesen. Also sind die Wahlen 2020 nicht zu vergleichen mit Wahlen vorher und es gibt eine Reihe von unbekannten Größen, die es dem amerikanischen Präsidenten leichter machen, eben Zweifel zu sehen. Und er hat in den letzten Tagen seine Anhänger aufgerufen, den Wahlvorgang zu überwachen, obgleich es staatlich bestellte Wahlbeobachter gibt. Es ist also ein Szenario nicht auszuschließen, dass Trump-Anhänger, zum Teil bewaffnet, Wahllokale patrouillieren werden und immer wieder darauf verweisen werden, dass hier und da möglicherweise unregelmäßig gewählt worden ist. Was zu befürchten ist, sind also zwei Dinge. Anwendung von privater Gewalt, also nicht staatlicher Gewalt im Kontext des Wahltages und dass letztlich der oberste Supreme Court über den Wahlausgang entscheiden wird, sodass wir am 4. November eben keinen Sieger haben werden.